Ich habe auf den Feldern geholfen. Wie? Jetzt schon? Das ging aber schnell. Wenn Sie weiterhin meine Hilfe brauchen, werden Sie sich bei mir melden. Wenn das so ist, sehe ich deinen Einstand als Setzer als erledigt an. Normalerweise muss ein Setzer jahrelang auf dem Feld arbeiten, bevor er meine Stimme bekommt. Aber da wir dringend gute Krieger brauchen und du eindeutig nicht für die Feldarbeit geschaffen bist, komme ich dir entgegen. Bedeutet das, du sprichst dich für meine Beförderung aus? Noch nicht, aber das hast du dir selbst zuzuschreiben. Schließlich erzählt man sich, du seist derjenige, der Irdor das minderwertige Essen überreicht hat. Geh also zu Kaldrim, lass dir ein Heilmittel geben und bring es ihm. Sobald du das hinter dich gebracht hast, stehen die Chancen gut, dass ich mich für dich einsetze. Okay. Lass den Unfug. Das war gerade ein bisschen knapp. Das Kalgum? Orik. Ja? Mir sind da einige Dinge zu Ohren gekommen. Wir kennen uns ja nun schon länger, aber so etwas ist mir noch nie untergekommen. Du weißt, dass der Eisenclan dich dafür zum Tode verurteilen würde, oder? Hör mir zu, bevor du mich bestrafst. In den Setzlingen steckt unglaubliche Kraft. Der Saft hat mich besser gemacht. Ich fühle mich so stark. In dieser konzentrierten Form ist er nicht gut. Für niemanden. Außerdem hast du das Gesetz gebrochen. Wer weiß, was aus dir wird, wenn du mehr davon nimmst. Ich muss dich verbannen. Du wirst nie wieder nach Goliath oder in die Nähe eines Setzlings kommen. Aber ich... Geh jetzt. Du hast hier nichts mehr verloren. Dein Eigentum wird unter deinen Verbliebenen aufgeteilt werden. Kann ich noch... Nein. Geh. Bitte, bitte, ich flehe dich an. Ich werde dort sterben. Betteln wird dir nicht helfen. Geh. Das Mana muss fließen. Na, Kalrim, warte. Wie ich sehe, hast du dich uns angeschlossen. Es freut mich, neue Leute bei uns willkommen zu heißen. Durch den Angriff auf den Konverter haben wir viele gute Männer und Frauen verloren. Wir können es uns nicht leisten, so geschwächt dazustehen. Willkommen bei den Berserkern. Bring mir etwas bei. Gut. Ah, er kann mir auch was beibringen. Gucke mal an hier. Kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht, kann ich nicht. Spruch, Lederhaut. Geisterwolf. Oh, da ist was. Da ist was, das mich interessiert. Aspekt des Kriegers. Erlaubt dir den magischen Spruch Geisterwolf einzusetzen. Was macht der? Das steht da nicht. Ach, Intelligenzgerissenheit. Jetzt komm, jetzt muss ich hier aber hier ran machen hier. Guck mal. Ich brauche ein Heilmittel für Irdor. Man hat mir bereits berichtet, dass es Probleme gab. Du kannst dich glücklich schätzen. Ich habe bereits etwas herstellen lassen. Die Herstellung hat natürlich Ressourcen gekostet, die anderswo hätten besser verwertet werden können. Ich nehme also an, du bist bereit, einen kleinen Obolus zu spenden. Hier, ich hoffe, es hilft. Natürlich, jedes bisschen hilft. Danke dir. Gib mir Mana für reines Elex. Gerne.
Wie viel habe ich denn? Ich denke, das reicht erstmal. Verdammte Technik. Halt die Backen. Oh, da ist das Weltenherz. Ich werd verrückt, dass du dich noch vor meine Augen traust. Was für einen Teufelsfraß hast du mir da verabreicht? Ich kann meine Hosen kaum noch am Mann behalten und muss ständig in die Büsche rennen. Das war nicht meine Absicht. Na, das wäre ja noch schöner, wenn es Absicht gewesen wäre. Wenn du also nicht etwas dabei hast, damit ich meinen Magen wieder in Ordnung bringen kann, machst du besser, dass du Land gewinnst. Habe ich. Also beruhig dich wieder. Oh, ach so. Dann, nichts für ungut. Ich war nur so aufgebracht, weil ich nicht mit heruntergelassenen Hosen abtreten will. Verstehst du? Ja, sind wir damit quitt? Ja, aber bring mir in Zukunft nie wieder etwas zu beißen. Na, geht klar. Alrik ist der Handwerkslehrer. Zu dem möchte ich mal hin. Ob ich ein bisschen Handwerk lernen kann. Iador hat seine Medizin erhalten. Gut, damit hast du die Sache bereinigt. Du kannst Ragnar ausrichten, dass ich mit dir zufrieden bin. Geh nun. Oh, jetzt müsste das ja schnell gehen, dass ich jetzt schon Krieger bin, oder? Oder Krieger werde. Wegen meiner Beförderung zum Krieger. Ich bin soweit, Stufe 15 hätte ich auch machen können, toll. Cormac hat mir seine Zustimmung erteilt. Gut, ohne sie hättest du schlechte Karten gehabt. Angrim bürgt für mich. Ich hoffe, du hast dich nicht auf eines seiner Spielchen eingelassen, um ihn dazu zu bewegen. Wer mit dem Feuer spielt, kann sich schnell verbrennen. Wie bekomme ich deine Stimme? Einfach kaufen kannst du sie nicht. Und mit ein paar Pflanzen wirst du mich auch nicht beeindrucken. Wenn du sie dir verdienen willst, dann rüste dich aus und geh ins verbotene Tal. Dort wirst du auf Gunnar stoßen. Ich brauche ihn für einen riskanten Auftrag, den nur er zum Erfolg führen kann. Nein! Warum genießt ausgerechnet er dein Vertrauen? Ganz einfach. Er ist ein alter Weggefährte von mir. Auch wenn er im Sinne unserer Gesetze verbannt wurde, weiß ich um seine Qualitäten. Ich brauche jemanden, dem ich blind vertrauen kann. Jemand, der im Anblick der Gefahr nicht umknickt wie ein Grashalm. Und nur Erzberserker erfüllen diese Voraussetzungen. Also führ ihn her. Wo genau soll ich nach Gunnar suchen? Wenn ich das wüsste, hätte ich mich längst selbst auf den Weg gemacht. Du willst ein Krieger werden, also wirst du ihn auch auf eigene Faust finden müssen. Versuch dein Glück in den Ruinen unterhalb des großen Aufzugs. Zumindest würde ich dort die Suche beginnen. Spiel mit deinem Tech-Zeug woanders herum. Bin ich ja mal gespannt, was da auf mich zukommt wieder.
Gunnar. Du bist mittlerweile keine Gefahr mehr für mich, Liebchen. Kaya ist direkt hinter mir, aber sagt nichts. Oh, ich hätte andersrum gehen sollen. Egal. Dann gehe ich jetzt halt andersrum. Guna Erzberserker. Mhm. Hört sich schon sehr interessant an, so ein Erzberserker. Besser, wir beeilen uns und verschwinden hier schnell wieder. Okay. Ich denke, das mit Gunnar war mal. Ein toter Erzberserker. Das muss Gunnar sein. Das arme Schwein hat sich wohl mit letzter Kraft hierhin verzogen und ist dann seinen Verletzungen erlegen. Von ihm kann Ragnar keine Hilfe mehr erwarten. Mal hier reingehen, einmal gucken. Sieht nach einem hübschen Rückzugsort aus. Was ist denn da los? Was, irgendwas Weißes wieder? Das Händler? Oh, die Händler sind weg. Was sind wir hier eigentlich? Das Diebe? Du traust dich unter meine Augen? Hä? Wegen dir, Bastard, wurde ich aus Goliath geschmissen. Gib mir nur einen Grund, dich nicht auf der Stelle zu töten. Wovon redest du? Wenn du sterben willst, nur zu. Du weißt, dass ich dir die Wertsachen untergeschoben habe. Wovon redest du? Soll ich deiner Erinnerung auf die Sprünge helfen? Du bist in Goliath auf Diebestour gegangen und hast das Zeug in meiner Kiste deponiert. Was du nicht weißt, ist, dass ich etwas über dich weiß. Du bist der Typ, der mit dem Gleiter in Edan abgestürzt ist. Und das bedeutet, du bist ein Alp. Und das Geheimnis wird dich teuer zu stehen kommen. In deiner Situation bringt dir das Wissen gar nichts. Du glaubst wohl, dass ich ewig hier schmoren werde, hä? Da irrst du dich aber. Wenn ich genug Leute auf meiner Seite habe, bist du besser nicht auf meiner Abschussliste. Kommt also jetzt noch etwas Vernünftiges von dir oder bringen wir es zu Ende? Was erwartest du von mir? Dass du mich entschädigst. Was glaubst du denn? Zu den Berserkern zieht mich jetzt nichts mehr. Das Kapitel ist für mich beendet. Also wirst du einen Haufen Splitter ranschaffen. Sobald ich sie habe, schlage ich mich dann zu einer anderen Gemeinschaft durch. Eine Sache noch. Boah, bitte? Nee,
2000 Splitter kriegst du nicht von mir. Ich teile meine Splitter nicht mit dir. Du weigerst dich also, mich zu bezahlen? Ja. Ja. Das war dein letzter Fehler. Dir schlage ich den Schädel ein, bevor du mit der Wimper zuckst. Hast du noch etwas zu sagen? Ja. Wo soll ich deinen Kadaver vergraben? Ich spucke auf dich. Zieh deine Waffe. Den hau ich um. Ich weiß nicht, warum er jetzt mitgemacht hat, aber egal. Er war schlau, er hat sich da rausgehalten. Denkt sie auch so, nö, lieber nicht. Ach, die Viecher sehen richtig hässlich aus, ey. Dich mache ich lang. Wer ist er denn bitte? Jetzt kämpfen die beiden. Oh, so einfach geht das. So einfach geht das. Sonst ist hier nichts, ne? Na gut, ich muss eh zurück. Der kann das nicht mehr machen, also müssen wir das jetzt wahrscheinlich machen. Das heißt, ich hätte mir die Suche auch sparen können. Oder er hätte dann gesagt, nee, ich vertraue dir nicht ganz, ich muss ihm vertrauen, du musst ihn erst finden. Wegen meiner Beförderung. Gunnar kann dir nicht mehr helfen. Warum? Was ist mit ihm? Ich habe seinen Leichnam im Tal gefunden. Ausgerechnet. Ich hätte nicht gedacht, dass er dort den Tod findet. Es wird mich einige Zeit kosten, seinen Ausfall wettzumachen. In jedem Fall hast du meine Stimme verdient, auch wenn der Umstand hätte besser sein können. Wegen meiner Beförderung zum Krieger. Ich bin soweit. Du hast es in der Tat geschafft, die Stimmen aller Warlords einzuholen. Damit hast du bewiesen, dass du würdig bist, ein Krieger zu werden. Von nun an kannst du dich als solcher zu erkennen geben. Triff dazu unseren Schmied. Er wird dir eine entsprechende Rüstung verkaufen. Möge die Kraft des Manas durch dich fließen und deine Feinde erzittern lassen. Ja, ich bin Krieger. Was muss ich tun, um Erzberserker zu werden? Ich hab mich wohl verhört, du willst was? Du hast mich schon verstanden. Jeden anderen hätte ich längst hinaus befördert, aber dein Blick verrät mir, du legst es wirklich darauf an. Erzberserker, hm? Na schön, vielleicht hast du das Zeug dazu. Die Aufgaben, die du von den Warlords bekommst, werden nicht leicht. Als Erzberserker musst du beweisen, dass du Angriffssituationen beherrschst, Weltenherzen zu verteidigen weißt und dich auch in der Kunst der Diplomatie verstehst. Denkst du wirklich, du bekommst das hin? Ich hoffe. Natürlich. Gut, dann geh zu den Warlords, um deine Aufgaben zu erhalten. Ich will über meine Beförderung sprechen. Mich zum Erzberserker Stufe 25 brauche ich dann. Was soll ich für dich tun? Ich habe gehört, dass immer mehr Banditen zwischen Edan und Abessa auf Beutezug sind. Wenn das stimmt, ist unser Weltenherz in Gefahr. Und das dürfen wir nicht zulassen. Normalerweise hätte ich Gunnar dafür abkommandiert. Aber seinen Knochen können wir wohl kaum noch einmal Leben einhauchen.
Auch wenn du dort bereits nach dem Rechten gesehen hast, bitte ich dich, ein weiteres Mal dorthin aufzubrechen. Such Torgal beim Weltenherz auf. Er wird wissen, was zu tun ist. Hoffentlich triffst du noch rechtzeitig ein, bevor alles zunichte gemacht wird, was wir errichtet haben. Oh, dann nehmen wir jetzt Eis. Okay, ich muss jetzt erstmal zum Schmied. Ich hole hier jetzt noch meine andere Aufgabe ab. Habe ich deine Stimme, um Erzberserker zu werden? Grundsätzlich habe ich ja nichts dagegen, die Reihen unserer Kämpfer zu erhöhen, aber Erzberserker? Glaubst du nicht, dass schon genügend auf deinen Schultern lastet? Ein Erzberserker zu sein, bedeutet Verantwortung zu übernehmen. Ich bin die beste Chance, die ihr jemals kriegen werdet. Sicher, du hast schon unter Beweis gestellt, dass wir uns auf dich verlassen können. Aber nimm dich nicht zu wichtig. So wie ich das sehe, gibt es nur eine Möglichkeit, dass du meine Zustimmung bekommst, ein Erzberserker zu werden. Es ist eine heikle Angelegenheit, aber ich brauche jemanden, der rumkommt und die Welt kennt. Aufgrund unserer Gesetze treffen diese Anforderungen nur auf einen kleinen Teil zu. Du bist eine willkommene Ausnahme. Darum werde ich auch dir diese Aufgabe übertragen, nach Ignadon zu reisen. Warum soll ich für dich nach Ignadon reisen? Weil ich ein Interesse daran habe, dass unsere Gemeinschaft auch noch die nächsten Jahre überdauert. Sollte der Konflikt mit den Alps andauern, muss die Anzahl unserer Gegner verringert werden. Wir vermeiden zwar Kampfhandlungen mit den Klerikern, aber das heißt nicht, dass dies in Stein gemeißelt ist. Nimm darum diese Botschaft und überreiche sie einem Mann namens Reinhold. Nach allem, was ich weiß, ist er die richtige Person für diese Angelegenheit. Aber untersteh dich, das Siegel des Briefes zu brechen. Diese Aufgabe muss diskret erfolgen. Gut. Kann ich machen. Ich habe schon gehört, du bist auf dem Weg, zu einem Erzberserker zu werden. Ja. Ohne meine Zustimmung kommst du hier nicht weit. Ein Erzberserker zu sein bedeutet, sein Leben für uns in Gefahr zu bringen. Dein Aufstieg hier bei uns ging mir persönlich etwas zu schnell. Wenn du meine Stimme willst, musst du schon etwas tun, das mich wirklich beeindruckt. Was soll ich tun? Ich will, dass du dich zum geheimen Zugang nach Tavar begibst. Wir nennen ihn den Blutpfad. Die Outlaws belagern diesen Pfad. Wir können es nicht dulden, dass sie einen Weg halten, der hinter unsere Stadt führt. Garda, einer unserer Erzberserker, leitet den Angriff. Geh und melde dich bei ihm. Wenn du den Angriff überlebst, reden wir weiter. Okay. Mana-Trank, da habe ich. Ja, jetzt gehen wir erstmal zum Schmied. Das ist der Waffenhändler, wir sollen zum Schmied gehen. Du musst wohl der neue Krieger sein. Mir wurde bereits gesagt, dass du hier aufkreuzen würdest. Wenn du möchtest, verkaufe ich dir eine Kriegerrüstung. Zeig mir, was du mir herstellen kannst. Ich kaufe dir auch etwas ab, wenn du willst. Hui, entschuldigt bitte. Oh Gott. Entschuldigt. Kriegerrüstung. Wieso muss ich dafür bezahlen?
Boah. Flammenwerfer, Geister, Granate. Sechster Sinn. Brot kann weg. Energiespeicher. Mit Elix kann ich ja jetzt nichts mehr anfangen, ne? Hornplatte, Feder. Na, da bin ich noch mal ein bisschen kurz vorsichtig. Briefe muss ich auch noch alle lesen. Scheiße, na egal. Für Schrotflinten. Ich glaube, ich bekomme diese Lasersachen gar nicht mehr, oder? Nee, das ist mir zu... Technik, pfah! Weltenherz, da muss ich hin. Wo gehe ich da am besten durch? Am besten von hier aus, ne? Durch die kleine Farm. Lülülü. Ich hoffe, wir schaffen das. Das Weltenherz. Speichere mal vorher ab. Ich muss aber auch sowieso Schluss machen, Leute. Und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.